Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, willkommen zur zweiten Folge von Storyteller. Wir sind bereits in Kapitel 4 angekommen und ich glaube, jetzt gibt es immer wieder so einen 4er-Log in jedem Kapitel, genau. Kapitel 8, Gerechtigkeit, König, Ungeheuer, Drama, Romane, okay, 13 Kapitel gibt es. Und was ist dann? Da kommt dann eine Zeremonie. Wenn ich alle Kronen gefunden habe. Okay. Hier, warte, geh mal zurück. So, Kapitel 4. Gift. Lenora trinkt Gift. Mal einfach so machen. Nee. Muss sie jemanden heiraten. Ah, und dann... Ah, okay. Dann stirbt der Edgar und dann nimmt Lenora Gift, weil sie ihn vermisst. Alrighty. Doppeltes Gift. Oh, shit. Also, die zwei heiraten. Dann stirbt Lenora. Dann nimmt Edgar Gift. Dann... Wait a minute. Wird Lenora wiederbelebt? Die Heirat... Ah fuck, Edgar ist auch tot. Ah ja, jemand trinkt... Ah, guck mal, sogar den Zusatzpunkt. Jemand trinkt zweimal Gift. Okay. Isobel heiratet wieder. Kämpf Wein. Okay, ja, zuerst heiratet Isobel in Edgar. Dann kämpfen die beiden. Dann heiratet sie Lenora. Ne, die liebt ja noch den Edgar. Ah, guck mal. Sie vergiftet den Burschen. Er weiß dann aber nicht, was machen. Okay. Die Frau muss ihn vergiften. Okay. Ah, und dann trinkt Edgar Wein. Oh, shit. Und dann heiratet Isobel die Lenora. Und dann haben wir es hingekriegt. Ah. Isobel begeht ein Verbrechen. Also. Dann würde ich mal sagen, die ist eifersüchtig. Vielleicht, weil sie... So. Herzschmerz. Dann kannst du Gift machen. Willst du die töten? Aber alle sind dem Untergang geweiht. Oh. Machen wir das? Alle sind dem Untergang geweiht. Vielleicht, wenn... Es kann ja keiner sterben, okay. Warte, dann machen wir das... Oh shit. Dann machen wir so. Nee, fuck. So. Gift. Ein. Ah. Die trinkt dann vielleicht... Nee, die hat immer noch Herzschmerz. Ah, guck mal. Und sie trinkt dann... Sie hatte den Herzschmerz wegen Edgar. Und alle sind im Untergang geweiht. Okay. Mal Kapitel 4 erledigt und beide Bonuspunkte. Cool. Dann gehen wir ab zu Kapitel 5. Schönheit. Das ist ein Fluch. Der Fluch ist gebrochen. Hexe Schneeli. Oh. So, küssen. Oh ne, warte. Die küssen sich zuerst. Dann wird Schneeli verhext. Und dann küssen sie sich wieder. Nee. Nee. Vielleicht, wenn die Hexe beide verflucht, dann küssen sie sich als Frösche? Nee. Küssen die zwei sich? Nee.
Der Fluch ist gebrochen. Ja, my ass ist gebrochen. Vielleicht finden die sich zuerst, verlieben sich. Dann so und dann der Kuss. Nee, auch nicht. Hä? What the hell? Das muss ja jemand hier. Also. Nee, die Hexe küsst niemanden. Bin ich doof? Also. Ich habe das Gefühl, die müssen sich zuerst treffen und verlieben. Come on. Okay. Hä? So. Also wenn die sich... Nee, das geht nicht. Warum willst du sie nicht küssen? So. Nee. Gleich so? Nee. What the hell? Der Fluch ist... Wie breche ich denn den Fluch? What? Check's nicht. Treffen sich. So. Ah. Nee, warte. Bald. So. Okay, und dann küssen sie sich. Ah, jetzt hat's funktioniert. Okay. Prinz rettet Winsley. Und das sind... Okay. Okay. Ja, und dann? Treffen die sich? Dann vielleicht noch so? Nee? Prinz rettet Winsley. What the hell? Also. Die finden sich. So, dann wird der Winsley von der Hexe verflucht. Was ist, wenn die sich im Wald wiedersehen? Und dann so küssen. Prinz rettet Winsley. Ne, warte, machen wir den Winsley hier. Ja, da haben sie sich geküsst, super. Prinz rettet Winsley. Was ist, wenn die Hexe zuerst den Prinz so macht? Okay. Warte mal. Was ist, wenn die sich hier so küssen? Das geht nicht. Okay. Dann wird der Winsley... Nee. Der Prinz. Dann sehen die sich. Okay, Prinz rettet Winsley. Nee,
Also der Winzli, der würde den Frosch küssen. Ist ja schon mal gut. Was ist, wenn die sich hier zum ersten Mal treffen? Dann wird der Prinz, so. So, und dann... Ne, die checken das dann nicht. Ich weiß auch nicht. Lass mich mal schnell gucken. Lass mich mal schnell was gucken. Ich will nur schon wissen, wie das... Ich brauche nur einen kleinen Tipp. Prinz rettet Winzli. Ja, warte mal. Ich hab noch nicht fertig geguckt beim Walkthrough. Ich wollte mir gerade einen Tipp holen, aber mir ist gerade was eingefallen. Was, wenn wir den Prinz verarschen? Sprich... Er verliebt sich in die Prinzessin. Die Prinzessin wird verwandelt. Dann wird Winzli verwandelt und der Prinz küsst dann den Winzli. Nee. Das geht nicht, okay. Nee, warte mal. Prinz rettet Winzli. Und dann... Aber der Winzli muss ja auch noch verwandelt werden. Warte mal. So. Er liebt sie. So. Jetzt hat der Prinz Winzli gerettet. Okay, super. Ich hab's auch noch hingekriegt. Hexe wird zum Liebling des Spiegels. Ist das das letzte in dem Kapitel? Nee, ist es nicht mal. Was macht der Kessel? Okay, wir haben natürlich den Spiegel. Okay, im Wald kannst du dann die... Nee, warte, dann gehst du an deinen Kessel, wirst zur bösen Hexe, verwandelst sie, dann wirst du wieder eine Schöne und dann bist du der Liebling des Spiegels geworden. Ja, guck mal, das war ja jetzt easy. Der Spiegel preist jeden. Eine Klippe. Wir haben Pfirsli, Fröschli und Hasli. Also zuerst brauchen wir den Spiegel. So. Der Spiegel preist jeden. Ne, warte mal. Der ist dann verärgert. Der Frosch auch. Und dann... Ne, warte. Dann kommt die Klippe. Er wirft ihn runter. Dann ist der Hässli angepriesen. Das geht nicht, ne? Der Spiegel preist jeden. Wenn wir das so wechseln, okay. Ah, da kommt der Geist, okay, und dann können wir den Frosch nehmen. Hat aber nicht jeden gepriesen. Warum nicht? Warte mal. Okay, ich hab... Ein Geist kann auch jemanden runterhauen. Dann der Hässli? Komm, so. Dann der Hässli wirft den Pfirsli runter.
Dann ist hier, so. Zack. Und so. Der Spiegel preist jeden. Hammer's. Kapitel 5 ist fertig. Dann ist Kapitel 6 dran, das Herrenhaus. Es ist morgen dran. Heute ist Schluss. Ich sage danke fürs Zuschauen. Habt noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.